Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich möchte mich als allererstes mal bei euch bedanken, denn ich habe ja jetzt wirklich eine relativ lange Pause eingelegt und ich habe euch das ja damals so ein bisschen erklärt in dem Community-Tab. Falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet, könnt ihr das immer noch mal nachlesen, warum ich so eine lange Pause gemacht habe. Und deswegen möchte ich mich wirklich bei euch bedanken, dass ihr mir treu geblieben seid, dass ihr auf meinem Kanal geblieben seid. Im Gegenteil, es sind sogar noch richtig, richtig viele Abonnenten in den letzten Wochen dazugekommen und die möchte ich natürlich auch an dieser Stelle wirklich herzlich willkommen heißen auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich immer riesig, wenn die Zahl wächst, wenn unsere Community immer weiter, immer größer wird und immer weiter wächst. Und ja, ich weiß, das sagt glaube ich jeder YouTuber, aber ich habe wirklich die beste Community der Welt, weil ihr verzeiht mir so viel, wenn ich meine Pausen brauche. Ihr schreibt mir keine blöden Kommentare, so im Gegenteil, schreibt mir so, so, so viele liebevolle und nette Kommentare, dass ich manchmal so, ach ja, ich sitze da wirklich immer davor und wenn ich die lese, ich sitze da immer mit einem Lächeln, also ihr zaubert mir wirklich immer ein Lächeln ins Gesicht und ja, das sind dann teilweise auch wirklich so viele gewesen, dass ich gar nicht hinterherkomme mit dem Antworten und deswegen an dieser Stelle wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an euch und ja, bleibt mir auch weiterhin treu. Das würde mir natürlich wirklich super gefallen und ich würde sagen, wir legen jetzt aber direkt los mit dem heutigen Video. Wir haben Halloween und was ist zur Halloween-Pflicht? Es muss einfach irgendwas Schauriges, Ekliges, jedenfalls aus meiner Sicht. Ich mag das einfach total gern, zu Halloween irgendwas zu machen, wo man so ein bisschen gehemmt ist, das überhaupt zu probieren, weil das optisch wirklich nicht besonders ansprechend ist, eher ein bisschen eklig ist, dass man wirklich Überwindung, ja, dass es wirklich Überwindung kostet, da reinzubeißen. Und das mag ich einfach total an Halloween. Und deswegen gibt es heute bzw. dieses Jahr als Halloween-Special einen Darm. Einfach einen richtig blutigen Darm natürlich mit Inhalt. Und genau, das gibt es. Das ist gar nicht schwer zu machen. Und ich würde sagen, ich habe jetzt schon viel zu lange gequatscht. Wir legen jetzt auch direkt los mit der Zubereitung. So, als erstes bereiten wir jetzt den Brandteig zu. Dazu habe ich mir schon mal einen Topf auf meine Kochplatte gestellt. Und in den Topf kommt Wasser. Und weil ich möchte, dass das Ganze nachher noch so ein bisschen fleischfarbener aussieht, gebe ich da jetzt noch so ein bisschen rote Lebensmittelfarbe dazu. So, dann verrühre ich das gut. Ihr könnt die Lebensmittelfarbe auch weglassen, wenn ihr das Ganze nicht mögt. Aber ich finde, dann sieht das Ganze doch so ein bisschen realistischer noch aus. Dann gebe ich dazu eine Prise Salz. Und Butter. Und jetzt werde ich das Ganze erhitzen und zum Kochen bringen. Und zwar so lange, bis eben die Butter schön geschmolzen ist und das Ganze richtig blubbernd hochkocht. Dann geben wir nämlich sofort das Mehl dazu. So, jetzt kocht es und jetzt gebe ich da wie gesagt das Mehl dazu. Alles auf einmal und dann müsst ihr richtig kräftig rühren, bis sich da dann so ein Teigklumpen gebildet hat. So, und jetzt muss der Teig abgebrannt werden. Also der Teig muss halt richtig schön erhitzt werden und achtet vor allen Dingen auch darauf, dass immer alles schön, also jede Stelle von dem Teig Kontakt zur Hitze bekommt. Denn wir wollen, dass die Stärkekörnchen in dem Mehl jetzt aufplatzen und die ganze Feuchtigkeit aufnimmt. Und der Teig ist dann fertig abgebrannt, wenn ihr dann unten am Topfboden eine richtig schöne dicke Schicht seht. Also die bildet sich hier nämlich schon. Und wenn ihr da wirklich so eine, ihr seht das glaube ich, ist jetzt schon relativ dick, dann lasst ihr das Ganze noch ungefähr eine halbe Minute weiter da drin. Also lieber ein bisschen zu lange als zu wenig. Damit einfach sichergestellt ist, dass ja, der Teig gut abgebrannt ist. Okay, also ihr müsst aufpassen, dass sich dieser Satz nicht löst.
So, jetzt könnt ihr die Herdplatte auch schon wieder ausschalten. So, und diesen Teig, den gebe ich mir jetzt einfach in eine Rührschüssel. Und der muss jetzt erstmal so ungefähr 10 Minuten auskühlen. Also ich mache mir den immer so ein bisschen auseinander, damit er einfach ein bisschen schneller auskühlt. Weil wir dann nämlich gleich die Eier unterrühren und damit die Eier nicht stocken, also weil das Ganze noch zu heiß ist, ist es eben wichtig, das Ganze gut abkühlen zu lassen. So, ich habe das Ganze jetzt ungefähr 15 Minuten abkühlen lassen und jetzt werden da, wie gesagt, die Eier untergerührt und zwar jedes Ei einzeln. Und wundert euch nicht, es sieht immer erst so aus, als ob sich die Masse nicht mit den Eiern verbinden würde, aber das tut sie irgendwann. Und deswegen müssen sie eben auch nacheinander eingerührt werden, weil ansonsten würde der Teig die Eier nicht richtig aufnehmen. Ich habe übrigens, während der Teig abgekühlt hat, schon mal den Ofen vorheizen lassen und wie gesagt, jetzt wird das Ganze einfach miteinander verrührt. So sieht der fertige Brandteig jetzt aus. Also der ist relativ klebrig und zäh, aber genauso soll er sein, sodass er halt eben wirklich so zähreißend vom Löffel eben fällt oder hier von meinem Teigschaber. So, ich habe mir den Teig einmal in einen Spritzbeutel gefüllt und ich habe vorne eine relativ große Lochtülle und ich habe hier mein Backblech, das habe ich mit Backpapier belegt und ich habe das hier ein bisschen unten drunter nass gemacht, damit das nicht so hin und her rutscht. Und ich habe das jetzt hier, seht das, längs mir hingelegt und hier werde ich jetzt praktisch den Darm ja, aufzeichnen. Ihr könnt das im Grunde genommen machen, wie ihr wollt. Ihr könnt einfach wahllos irgendwelche Schlangenlinien draufmalen. Oder wie auch immer, sieht eigentlich immer nachher gut aus. Wichtig ist nur, dass ihr möglichst eine, ja, ich sag mal, einen zusammenhängenden Teigstrang eben bildet. Und dass der auch vor allen Dingen überall einigermaßen gleichmäßig dick ist. So, an den Stellen, wo ich mir hier gerade noch so ein bisschen Teig hingemacht habe, werde ich mir jetzt einfach mir den Finger ein bisschen nass machen und das Ganze glatt streichen. Einfach, dass da nicht so viele, Risse entstehen. So, das Ganze kann jetzt auch schon in den Ofen. Den habe ich ja, wie gesagt, schon vorheizen lassen. Bevor ich ihn jetzt allerdings schon in den Ofen stelle, werde ich den nochmal großzügig mit ein bisschen Wasser besprühen. Einfach damit schön viel Wasserdampf im Ofen entsteht und der Teig dann eben richtig schön aufgehen kann. So, für den Darminhalt bereiten wir jetzt eine ganz einfache Schoko-Zimt-Sahne zu. Dazu habe ich hier schon mal abgemessen Kakaopulver, Zucker und ja, so einen schwach gehäuften Teelöffel Zimt. Falls ihr kein Zimt mögt, dann könnt ihr den natürlich auch weglassen oder einfach ein bisschen weniger nehmen. Und das Ganze, also hier die trockenen Zutaten, werde ich mir jetzt einmal miteinander verrühren. Und dann habe ich hier meine Sahne, die muss natürlich schön kalt sein. Da gebe ich mir jetzt als erstes eine Prise Salz rein und einen guten Teelöffel Vanillepaste. Falls ihr keine Vanillepaste da habt, dann könnt ihr auch einfach ein Tütchen Vanillezucker nehmen. Und jetzt wird die Sahne steif geschlagen und während ich das Ganze verrühre, lasse ich dann nach und nach hier diese Zucker-Kakao-Zimt-Mischung einrieseln. Thank you.
So, die Sahne habe ich mir jetzt in einen Spritzbeutel gefüllt und ich habe hier vorne eine ja, ein bisschen kleinere Lochtülle dran gemacht. Falls ihr so eine Tülle habt zum Befüllen, das sind ja diese langen, die man richtig auch mit so einer Spitze vorne dran, die man hier richtig reinstechen kann, dann nehmt natürlich die. Ich habe aber leider so eine nicht. Und jetzt wird das Ganze hier gefüllt und dazu ist natürlich wichtig, dass das alles, dass der Brandteig eben gut abgekühlt ist. Ich habe den hier auch schon auf eine andere Platte rüber gelegt. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil hinterher, also nach dem Füllen, ist das Ganze nämlich sehr schwer und instabil durch die Sahne. Deswegen macht das unbedingt vorher. Mir ist leider hier ein kleines Loch reingekommen beim Umsetzen. Da bin ich leider hier mit dem Finger versehentlich reingekommen. Aber ist nicht so schlimm und wie gesagt, das Ganze wird jetzt gefüllt, weil ich jetzt nicht so eine Fülltülle habe, muss ich mal gucken, eventuell mir mit so einem spitzen Messer immer hier an den Seiten so kleine Schlitze reinmachen und dann eben hier mit der Tülle dann eben die Sahne reinfüllen. Ihr könnt das ganz gut ertasten, wenn das voll ist, deswegen füllt es wirklich ja so weit auf, dass es wirklich voll ist. Aber natürlich, da sollte es nicht platzen. Ihr könnt es ganz gut fühlen, indem ihr ja einfach hier tastet. Dann merkt ihr natürlich so einen Druck. Dann die Sahne, die drückt den Teig so ein bisschen nach außen. Und wenn ihr merkt, da ist genug drin, also ihr merkt das halt eben am Druck. Das ist wie praktisch ein Reifendruck prüfen bei einem Fahrrad oder so. Ihr merkt es halt einfach, wenn da genügend Füllung drin ist. Wenn ihr das eben nicht mehr einfach so eindrücken könnt. Und genau, das Ganze wird jetzt, wie gesagt, befüllt. Man muss es halt immer ja, Stück für Stück machen. Man kann natürlich jetzt hier leider nicht einfach an einer Stelle ansetzen und dann füllt sich das alles. Es geht natürlich nicht, ihr müsst es dann wirklich Stück für Stück machen. Wie gesagt, ab und zu vielleicht mit dem Messer so ein kleines Loch reinstechen. So, wenn der Darm dann befüllt ist, sieht das Ganze ungefähr so aus. Macht euch keinen Kopf darum, wenn das wie bei mir jetzt auch so ein bisschen unsauber aussieht. Auch hier und da vielleicht mal, dass da der Brandteig aufgeplatzt ist, da die Füllung rausgekommen ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Meiner Meinung nach trägt das sogar eher zu so einer ekligen, schaurigen Optik sogar noch dazu. Und deswegen macht euch da wirklich gar keinen Kopf. Gleich kommt nämlich noch so eine richtig schöne blutige Schicht oben drüber und dann sieht man das Ganze sowieso nicht mehr so gut. Das Ganze muss jetzt allerdings erstmal in den Kühlschrank, damit die Sahne ein bisschen fester werden kann. Und ja, ich würde sagen, so eine halbe Stunde sollte auf jeden Fall ausreichen. So, und für das schaurige Finish brauchen wir einfach nur Kirschkonfitüre. Die habe ich mir schon mal in einen kleinen Topf gegeben. Und zu der Konfitüre gebe ich so einen kleinen Schluck Wasser, so ungefähr einen Esslöffel. Das verrühre ich mir einmal kurz miteinander. Und jetzt werde ich das Ganze erhitzen, sodass die Konfitüre ein bisschen flüssiger wird. Und es darf auch ruhig einmal kurz aufkochen und dann streichen wir das gleich auf den Darm drauf. Und ihr werdet dann nämlich gleich schon sehen, das sieht richtig eklig dann aus. Und dann kann das Ganze schon vom Herd genommen werden und dann streichen wir das gleich auf den Darm. Am besten macht ihr das hier mit so einem Silikonpinsel. Und dann streicht ihr das einfach nur hier oben drauf. Da könnt ihr ruhig großzügig mit sein. Darf auch gerne so ein bisschen an den Seiten runterlaufen, denn dann sieht das Ganze einfach noch ein bisschen blutiger und auch ekliger aus. Und dadurch, dass jetzt das alles schön gekühlt ist, zieht die Konfitüre auch richtig schön schnell an und bildet dann auch eine richtig schöne so eine gelierte Oberfläche.
Ja, und fertig ist unser leckerer, eklig aussehender, aber trotzdem lecker schmeckender Halloween-Darm. Natürlich mit Füllung und Blut und allem drum und dran. So sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht doch richtig, richtig eklig aus und richtig, richtig schaurig. Sowas ist halt genau das, was ich gerne mag zu Halloween einfach, was man, ja, was einfach wirklich Überwindung kostet, das zu probieren. Ich habe das auch tatsächlich schon ausprobiert letztes Jahr. Wir machen mit unseren Freunden nämlich immer so eine kleine Halloween-Feier und dann gab es diesen eklig aussehenden, aber wirklich sehr köstlich schmeckenden Darm zum Nachtisch und es haben sich wirklich nicht viele getraut, das wirklich zu probieren. Also es hat wirklich Überwindung gekostet. Also ja, ich würde mal sagen, es ist sehr, sehr gut angekommen. Die meisten wollten es wirklich nicht probieren, obwohl es natürlich richtig, richtig lecker schmeckt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Macht davon unbedingt ein Foto, schickt mir davon unbedingt ein Foto, wenn ihr das nachmacht. Und das könnt ihr mir entweder auf Facebook schicken oder mich auch auf Instagram verlinken, was auch immer. Natürlich das Ganze immer, wie immer, unten in der Infobox verlinkt. Und dann ja, hoffe ich natürlich, dass dieses schaurige Rezept euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne ein kleines Däumchen nach oben da. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder.